Karl Sturzenberger eigentlich kein Gast, er ist auch BPE-Mitglied und eigentlich Mitveranstalter. Ja, hallo, servus. Schön, dass so viele gekommen sind zu der Demonstration hier gegen Frauenunterdrückung. Und das Thema Islam und Frauenunterdrückung ist ja ein ganz intensives. Es wird nur nicht angesprochen. Es wird eigentlich immer behauptet, wenn Frauen unterdrückt werden, hat das nichts mit dem Islam zu tun. Aber man muss sich nur dieses Buch hier durchlesen. Das ist der Koran und der Koran gilt im Islam als das direkte und zeitlos gültige Wort von Allah. Und da steht alles drin, was man wissen muss. Zum Beispiel Sure 4, Vers 34, da steht es auf diesem Transparent: Die Frauen, deren Widerspenstigkeit ihr befürchtet, meidet sie im Ehebett, mahnt sie und schlagt sie. Das steht wortwörtlich so drin und das muss man ernst nehmen, weil der Koran gilt wirklich zeitlos als direkte Anweisung von Allah. Und deswegen kann man sich auch viel erklären, was in islamischen Ländern mit Frauen passiert. Und wer noch mehr wissen möchte, was im Koran drinsteht, wir haben hier ein Flugblatt. Da kannst du hochhalten, Eckhard. Auf diesem Flugblatt kommen Sie ruhig her und nehmen sich ein Exemplar. Da steht also drin zum Beispiel, dass Frauen nur halb so viel wert sind. Im Prinzip, sie haben nur halb so viel Stimmrecht vor Gericht. Sie erben nur halb so viel. Ja, es sind viele, viele Dinge, die dort im Koran stehen. Und das muss man wissen. Und es ist auch wichtig zur Befreiung für muslimische Frauen, die unter dieser Unterdrückung leben. Viele merken es gar nicht, weil sie in dieser Tradition aufgewachsen sind. Ja, wer im Käfig aufwächst, der merkt nicht, dass er im Käfig steckt. Das gilt wirklich für viele muslimische Frauen und wir bekommen es ja auch tagtäglich mit, Meldungen von Ehrenmorden. Das hat natürlich mit dem Islam zu tun, denn Mohammed hat gesagt, wer die Religion verlässt, wer den Islam verlässt, den tötet. Also Frauen, die sich nicht entsprechend den Regeln des Islam verhalten, ja, dürfen getötet werden. Das ist leider Gottes im Islam so und deswegen muss diese Religion unbedingt modernisiert werden. Sie muss im 21. Jahrhundert ankommen, denn sonst gibt es massive Probleme. Es ist ja nicht nur die Frauenunterdrückung. Es ist ja so, dass wir alle, wir Ungläubigen, ja, wir werden hier im Koran als Ungläubige bezeichnet, ja, es wird zur Bekämpfung, zur Unterwerfung und zur Tötung aufgerufen. Das muss man wissen, das steht alles hier drin in diesem Buch. Der Spiegel hat es mal als mächtigstes Wort, als mächtigstes Buch der Welt bezeichnet, ja, und es ist vielleicht sogar das gefährlichste Buch der Welt. Das muss man wirklich ansprechen dürfen und wir brauchen eine offene Diskussion in Deutschland, in ganz Europa über den Islam und bezeichnenderweise sperren sich aber viele, viele Muslime dagegen, die ganzen Verbände, die ganzen Funktionäre, sie behaupten immer, Gewalt hat nichts mit dem Islam zu tun, Islam bedeutet Frieden. Das stimmt alles nicht. Das stimmt alles nicht. Islam bedeutet Unterwerfung und das Wort Töten steht im Koran 190 Mal, 27 Mal in der direkten Befehlsform, tötet. Ja, und das ist auch nicht falsch übersetzt, sondern das ist genau so die originale Übersetzung aus dem Arabischen. Kann jeder nachlesen im Internet auf islam.de, das ist die Seite des Zentralrats der Muslime. In Deutschland steht der Koran genau so in der Originalübersetzung und da kann man wirklich all dies nachlesen. Es stimmt, es steht alles so drin. Aber es wird immer wieder abgeleugnet, wir erleben das immer wieder. Letzten Montag zum Beispiel hatten wir eine Veranstaltung in München, da war der Imam aus Penzberg, der in München das große europäische Islamzentrum jetzt errichten will, den haben wir genau mit dieser Sure hier konfrontiert. Er hat uns erzählt, wir wollen hier Gleichberechtigung von Mann und Frau und das läuft doch alles wunderbar, wir berufen uns auf Grundgesetz und alles. Und da haben wir ihn mit dieser Sure konfrontiert, mit diesem Vers aus der Sure 4, Vers 34. Und wir haben ihn gefragt, wie kann es dann sein, wenn Frauen geschlagen werden dürfen, ja, dass sie gleichberechtigt sind im Islam. Und dann hat er gesagt, ihr dürft euch überlegen, was er gesagt hat, falsch übersetzt. Er hat behauptet, diese Sure 4, Vers 34 wäre falsch übersetzt und das ist schlicht und ergreifend gelogen. Kann jeder nachschauen, Koran, Sure 4, Vers 34, ja,
Falsch übersetzt. Okay, also wir merken, wir werden angeflunkert, wir werden angelogen. Das kann nicht sein. Ja? Wir müssen offen über den Islam diskutieren, denn sonst kriegen wir Probleme. Denn der Islam ist von der Ideologie her angetreten, um zu beherrschen. Der Islam muss überall, wo er sich ausbreitet, die Ungläubigen unterwerfen mit dem Endziel der Machterringung. Und das wird bei uns sehr bald gefährlich werden durch die Demografie. Es wird eine wahrscheinlich muslimische Mehrheiten in vielen europäischen Ländern ab 2050 geben und die Entwicklung bis dahin wird rasant und wir werden es erleben, es wird gefährlich werden. Deswegen müssen wir jetzt offen darüber reden, über die Gefahren, die vom Islam ausgehen und wir sollten dies durch solche Aktionen wie hier, durch solche Veranstaltungen, Infostände, sollten wir dies forcieren, wir sollten Druck auf Medien und Politiker ausüben, denn das Thema wird bisher ganz bewusst vertuscht und verschwiegen. Okay, das war es von meiner Seite. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bravo!